Herr Präsident, meine Damen und Herren, 3 Billionen US-Dollar flossen seit den 60er Jahren als Entwicklungshilfe in die gesamte Welt. 2 Billionen davon gingen alleine nach Afrika. Das Resultat? Das Geld ist versickert. Die Schweiz ist die größte Bank Afrikas. Die neuen afrikanischen Eliten investieren lieber in westliche Luxuslimousinen, aber nicht in das Wohlergehen ihrer Völker. Und lernt die Bundesregierung daraus? Nein. Ihre Politik ist die Politik eines Süchtigen. Sie sind süchtig danach, die Schuld der gesamten Welt auf die Schultern der Industriestaaten zu laden. Als Buße für die 3 Ks, die 3 Säulen der weißen Schuld. Kolonialismus, Kapitalismus und neuerdings Klimawandel. Herr Müller und seine Heerscharen von Helfern sind süchtig danach, die Welt zu vergewohltätigen. Dabei wird die größte Herausforderung unserer Zeit von Ihnen völlig ausgeblendet. Bis 2050 wird sich die Bevölkerung in Afrika auf 2,5 Milliarden Menschen verdoppeln. Und was machen Sie? Sie überweisen lieber Steuergeld für Solarzellen auf marokkanischen Moscheen. Und schon heute gelten 2/3 der 1,3 Milliarden Afrikaner als ausreisewillig. Wo sind denn Greta Thunberg, Hanna Blitz, Nike Mallhaus und die ganzen anderen weißen privilegierten Fräuleins von Friday for Future, um auf die Folgen für den Planeten und die Umwelt hinzuweisen? Wo ist Frau Merkel, die sagt, wenn ihr weiter ungebremst Kinder produziert, sprengt ihr euren Kontinent in die Luft? Lieber verspricht die Kanzlerin 1 Milliarde Euro Steuergeld an Indien. Indien, Wirtschaftsgigant. Indien, die Atommacht. Indien mit eigenem Raumfahrtprogramm. Die Kollegen von der CDU, CSU haben auch eines, aber das Indiens ist etwas ernstzunehmender. Der deutsche Steuerzahler darf jetzt also in Indien solarbetriebene Metrostationen und batteriebetriebene Rikschas finanzieren, wie uns die Medien vor letzten 2 Wochen eben berichtet haben, was Merkel dort an deutschem Steuergeld versprochen hat. In meiner Heimatgemeinde, vorhin wurde über Schulen gesprochen, da hat man kein Geld für die Sanierung eines Grundschulgebäudes. Es regnet oben zum Dach rein. Sie schicken Geld nach Indien. In Deutschland werden jetzt auch wieder diesen Winter und diesem Jahres 300.000 Familien der Strom abgedreht. Meine Damen und Herren, das ist soziale Perversion. Und deshalb wollen wir wollen 4 Milliarden Euro in Ihrem Etat, Herr Müller, einsparen. Geld, das in Deutschland gebraucht wird. Geld, das hier investiert werden muss. Geld, das bei unserem Bürger hier in Deutschland ankommen muss. Vielen Dank.